An der Stelle geht das Video weiter und wie ihr seht, das sind ja jetzt noch Materialien dazugekommen. Einmal der Wasserkocher hier, das können wir schon mal vorbereiten. Damit bringen wir jetzt das entkalkte Wasser zum Kochen. Das brauchen wir später für die Hotbox. Wir brauchen uns einen Heißluftföhn. Und wir brauchen Edelstahlgefäße. Also ich nehme dazu einmal ganz gewöhnliche Wachs-Hotbox aus Edelstahl. Und zum Abdecken, warum das wichtig ist, dazu später mehr, nehme ich, die habe ich aus der Metro, da habe ich die gefunden. Das ist ein Edelstahl, ja, Eimerchen aus dem Gastronomiebereich. Mit dem Heißluftföhn machen wir jetzt einfach nur die Schnauze hier vorne nochmal flüssig, weil ganz oft haben wir hier in dem Kugellager dann doch noch festes Bienenwachs drin, wo den Fluss dann hier tatsächlich nicht. Ha, okay. Normalerweise muss ich das hier nochmal erhitzen, aber hat wohl diesmal funktioniert. Natürlich nicht so toll, weil das darf nicht passieren. Ist jetzt im ersten Vorgang allerdings auch nicht so schlimm. Da kommt da gleich das kochende Wasser dann rein. Das Bienenwachs ist jetzt 24 Stunden langsam klarer geworden, kann man ja beinahe sagen. Übrigens die Funktionsweise von dem ist simpel. Wir haben hier drin eine Doppelwand und da drin ist das Thermoöl. Hier über die Kontrollleiste kann ich es dann sehen, ob es explodiert oder nicht. Und das Thermoöl ist halt eigentlich deswegen besser wie jetzt ein gewöhnliches Wasser, weil ich kann damit meinen Bienenwachs halt weit über 100 Grad erhitzen. In der Ausbildung habe ich so Sachen gelernt mit, tu das Bienenwachs noch in Autoklav rein, wegen dem Abtöten der Bacillus larvae, also der Faulbruterreger. Und die Sachen haben sich bei mir tatsächlich im Rahmen der regenerativen Bienenhaltung erledigt, weil ich vertrete heute, und da stehe ich wirklich dahinter, ich fühle, dass das spirituell richtig ist, meinen Bienenwachs nicht über 100 Grad zu erwärmen. Und auf diese 100 Grad gehe ich auch wirklich nur dann, wenn ich mal kurzzeitig nochmal hochkoche. Das mache ich beim dritten Vorgang, wird es nochmal kurz erhitzt. Das bleibt dann vielleicht für eine halbe, dreiviertel Stunde auf diesen über 100 Grad und ansonsten 80 Grad. Irgendwo habe ich hier mein Thermometer, den Wachsthermometer, Wachswerkzeug. Dann wird es wohl da dabei sein. Jawohl, da haben wir den. Das ist so ein Stechthermometer. Schauen wir doch mal, auf wie viel Grad das Bienenwachs in der Sekunde ist. Solange das Messen tut, kann ich ja hier erwähnen, dass das so voll ist. Das war tatsächlich gekonnte Absicht. Wie immer gilt, wenn wir mit Bienenwachs ein gutes Ergebnis haben möchten, wir machen es so voll, wie es einfach nur geht. In dem Fall, weil über die 24 Stunden, je voller das ist, von der Effizienz natürlich einfach die ganzen Schwebstoffe jetzt ganz langsam nach unten gefallen sind. Die könnte ich jetzt hier mit dem Hahn rauslassen. Mein Arbeitsprozess ist noch nicht vorbei, geht gleich weiter. Deswegen bleibt der Hahn erstmal noch geschlossen und wir nehmen nur den hier. Okay, also mein Bienenwachs liegt jetzt genau bei 50, 60, 70, 80, bei genau 80 Grad. Das ist die Temperatur, wo ich ja vorhin meinte, meine Durchschnittstemperatur. Okay, Wasser kocht, wunderbar, dann kann es weitergehen. Hier gieße ich jetzt einfach nochmal auf dieses heiße Bienenwachs drauf. Wie gesagt, das war nicht so eine tolle Aktion, aber so einen Fehler kann man dann auch ruhig mal im Video drin lassen. Ich zeige euch ja, wie man dann die Eimer weiter sauber kriegt. Geht auch um Heißluftföhn, bei dem Arbeitsschritt sind wir noch nicht. Oh, wie lecker und wie das alles duften tut.
Wie gesagt, ist mein Lieblingsjob. Okay, machen wir lieber ein bisschen langsamer. Okay. Je langsamer das fließt, desto weniger Blubberblasen bilden sich, desto weniger Verspritzung hat man an der Seite. Diese Verspritzungen, die sind nicht so toll, weil die führen dazu, dass nachher der Wachsklotz nicht wirklich gut rausgeht. Das Wasser, also das kochende Wasser, habe ich jetzt deswegen reingemacht, weil wir auf der einen Seite eben so unser Bienenwachs wieder rausbekommen, als schönen ganzen Klotz, der nirgends festklemmt. Und auf der anderen Seite ist dieses Wasser ultra wichtig, damit auch jetzt wieder über die nächsten Stunden der Schmutz von dem Wachs, der da immer noch drin ist, das sieht vielleicht jetzt für einen Laie noch gut aus, das Wachs, aber es ist erst der erste Vorgang, es ist immer noch verschmutzt. Ich zeig's euch im nächsten Cut, also morgen dann, wenn wir die Wachsplätze rausholen. Also dieser ganze Schmutz, wo da jetzt noch drin ist, der setzt sich jetzt wieder an der Unterseite ab. Und dass es sich absetzt, dafür brauchen wir eben in diesem Behältnis unser kochendes Wasser. Und heiß und kochend deswegen, weil wir wollen ja nicht, dass das Bienenwachs an der Unterseite zu schnell kalt wird. Ich hoffe, man hat es überhaupt gehört, wenn ich da im Heißluftföhn noch arbeite. Ich wiederhole es am besten nochmal. Also dieses kochende Wasser hier, wo ich reingekippt habe, bevor das flüssige Bienenwachs draufkommt, das dient zwei Zwecken. Das eine ist, wir haben Wasser drin, wo den Wachsklotz später rauskippen lässt, weil es sich eben nicht unten verbindet. Und der andere Effekt, der viel wichtiger ist, dass auch wenn dieses Bienenwachs, das hat ja noch Schmutz, das setzt sich ganz langsam, der Schmutz, der geht ganz langsam runter. Und an der Wasserfläche, sozusagen die Unterseite vom Bienenwachs, da sammelt sich dieser Schmutzkuchen, den ich nachher mechanisch wieder mit dem Stockmeißel abschaben kann. Das zeige ich morgen. Schön. Der ist fast halb voll schon. Auch hier wieder so voll, wie es nur geht. So, dass man es noch tragen kann. Aber wirklich gucken, dass man da keinen Millimeter verschwenden tut. Ihr seht, der Pegel hier, also da kriege ich jetzt noch ein paar Töpfe raus. Der ganze Raum, der riecht jetzt schon nach Bienenwachs, das ist der Wahnsinn. Das, was wir jetzt machen, ist der erste Vorgang. Und dieser Prozess mit dem Entlassen, Wasser reinfüllen, später einen Wachskuchen unten abschaben, Wachs wieder, also den Block wieder in das Gerät reintun, nächster Durchlauf. Dieser Prozess wird jetzt mindestens dreimal gemacht. Und wir können dann beobachten, wie bei jedem Durchgang die Unterseite immer schöner, immer besser wird, bis eben das Bienenwachs gar keine Schmutzpartikel mehr beinhaltet. Übrigens, was ich da vorhin noch sagen wollte, was diese chemische Geschichte noch angeht mit dem Bienenwachs, wir möchten ja auch eigentlich die ganzen ätherischen Öle und die weiteren Stoffe vom Bienenwachs ja in also noch nicht kaputt machen durch unseren Prozess. Von der Seite halte ich es eben auch für wichtig, dass man Bienenwachs eher konstant auf diesen 80 Grad hält. Und dass man aber trotzdem wegen den Erregern mal kurzzeitig auf die 100 Grad hochgeht. Und dann aber wieder, also halbe, dreiviertel Stunde 100 Grad halten und dann geht man wieder auf die 80 Grad. Und was dann natürlich auch wichtig ist, nicht nur die Temperatur, sondern eben die Zeit. Also bei mir ist der Prozess immer ganz klar, dass wenn ich das jetzt heute um 3 Uhr mache, diesen Vorgang,
24 Stunden später, morgen, auch gegen 3 Uhr, gehe ich hier wieder in meinen Arbeitsraum und mache dann den Rest. Ob das jetzt, keine Ahnung, 1-2 Stunden vorher, später mal passiert, ist nicht so schlimm. Aber ich halte mich eben an den Richtwert von, ich fange heute um 3 an, morgen um 3 geht dann dieser Prozess weiter. Weil sonst laufe ich ja Gefahr, dass man das Bienenwachs vergisst und es dann vielleicht einen Tag lang zu lang ist. Und das ist eben das, wo dann die Aromen und die anderen Inhaltsstoffe und auch generell die Qualität drunter leiden tut. Ja, wenn man zwischendrin mal einen Tag lang was anderes machen will, dann stellt man es eben aus. Nur das unterbricht diesen Prozess. Ja, ich lege mir da halt immer die Tage so hin, dass es dann einfach passt. Ja, wenn ich ein bisschen mehr jetzt aufmache, habe ich hier das Problem, dass es plätschern tut. Ich lieber wieder zurück. Geduldig muss man sein für diese Arbeit. Ja, auch hier am Rand, da sieht man jetzt schon der Schmutz. Also es ist nicht so, dass alles nach unten geht, sondern die ganz, ganz leichten Teilchen, die gehen natürlich ganz nach oben an die Oberfläche und setzen sich dann ab. Und dazu habe ich dann hier nur die Tücher. Da habe ich mir auch schon viele Sachen überlegt, wie ich da möglicherweise Müll reduzieren kann. Und leider ist mir da bis jetzt nichts Besseres eingefallen, wie einfach nur Papiertücher zu nehmen. So, damit es sich nicht festbrennt. Ihr seht, das ist der Schmutz vom Bienenwachs. Ich finde das faszinierend, weil es sieht ja wirklich klar aus und sauber. Und wenn man dann doch genauer hinschaut, dann sieht man eben, nein, der erste Vorgang, also der erste Klärvorgang, der ist wirklich noch sehr schmutzig. Und das, was hier im Tuch hängt, ist ja wahrlich nur die Oberfläche vom Bienenwachs. Ihr werdet gespannt sein auf das, was unterm Bienenwachs dann klebt. Da ist mal richtig Schmutz dann drin. Na, wobei, nee, stopp, das kann man ja nochmal benutzen. Jawohl, und es fließt noch weiter. So, hier sind wir auch noch im Wartemodus. Aber hier können wir jetzt das Wasser wieder zum Kochen bringen. Und dann geht es weiter im nächsten Topf. Ich kann ja mal zum Spaß zeigen, wenn wir hier die 80 Grad hatten, was haben wir denn dann hier für eine Temperatur? Ein Finger lange dran halten kann ich nicht. Also ein paar Sekunden tut es richtig weh. Super, also dank dem Edelstahl haben wir hier gar keinen Wärmeverlust. Das ist immer noch 80 Grad. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben mal nachgemessen. Hätte ich jetzt gewettet, dass es um ein paar Grade sinkt. Aber ist ja umso besser, weil je länger das sich jetzt warm hält, desto klarer wird später unser Wachsklotz. Deswegen ist die Zeit an der Stelle mein Freund. Okay.
Ich ziehe immer erst dann weg, wenn der letzte Tropfen gefallen ist. Also zumindest der letzte Tropfen von den Tropfen, die so langsam dann fallen, dass ich mein Zeitfenster habe, einfach auch wenn ich alleine arbeite, den Eimer auszutauschen. Schön. So, hier ist der erste Eimer. Das ergibt einen schönen Klotz. Das ist alles das Naturwabenwachs. Also noch nicht das Altwachs, sondern die Naturwabenblöcke. Jetzt kommen diese Schüsseln zum Einsatz. Zufälligerweise haben die perfekt auf diesen Hopper gepasst und die dienen nur dem Zweck des Abdeckens. Und warum ich das abdecke? Wenn ihr das nicht abdecken tut, habt ihr einen zu schnellen Wärmeverlust. Das heißt, das Bienenwachs wird dann rissig und der Schmutz hatte nicht genügend Zeit, nach unten zu sinken. Wenn ich jetzt mein heißes Bienenwachs abdecke, dann dauert das natürlich umso länger, bis es hart wird. Und deswegen hat der Schmutz auch die ganze Zeit, langsam nach unten zu sinken und sich hier als Kuchen anzureichern. Jetzt ist auch der Moment, wo ihr als Zuschauer dann wirklich seht, hey, das wird gar nicht gesiebt oder gefiltert. Nein, es läuft einfach nur über diese Durchgänge und der Schmutz setzt sich immer ganz, ganz oben ab und das meiste ganz an der Unterseite. Und so wird das Bienenwachs eben sauber und sauberer. Drei Eimer bekomme ich immer raus. Und dann habe ich meinen Wachspegel ungefähr hier. Und dann habe ich ja noch drüben im Lager meine nächsten Naturwabenblöcke. Und die werden wieder reingekippt. Und erst wenn das Naturwabenwachs vorbei ist und der Pegel hier unten, lasse ich dann diese Brühe hier raus. Selbstverständlich ist auch dieser Abschnitt von dem Video dann im nächsten, ja, in den nächsten Minuten zu sehen. Da sind wir heute noch nicht. Kann man es ja immer noch benutzen. Dann mal auseinanderfalten. Super. Ne, auch solche Kleinigkeiten gehören einfach zum Thema Nachhaltigkeit dazu, dass man sich Gedanken macht, ob man so ein Tuch schon wegschmeißen muss oder ob es noch für die nächsten Arbeitsschritte ausreichend ist. Und da beim ersten Durchgang man der Soße nicht so zimperlich sein sollte wegen dem Schmutz, kann ich auch das Tuch jetzt wahrscheinlich für die ganze Charge hier nehmen. Hier sieht man, wie es sich wieder anreichert, der Schmutz. Übrigens mit jedem weiteren Vorgang wird auch hier das Wachs klarer. Später kann man da fast durchsehen bis zum Boden, wenn es schön sauber und klar ist. Das Ganze jetzt noch einmal und dann ist das hier für heute wieder vorbei, wird wieder befüllt, morgen geht's weiter.